Ja, liebe Freunde, verehrte Gäste, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Wohnmauers gegen die Indians aus Hannover. Zu meiner Rechten, Lenny Sotio, Coach der Indians. Zu meiner Linken, unser Coach Frank. Die ersten Worte, wie immer, der Gästetrainer Lenny, bitte. Erstmal Dankeschön. Ich muss das mal runterkommen. Ich denke, man betrachtet erstmal die ersten 40 Minuten. Essen in Ubeltar war die bessere Mannschaft. 5 gegen 5, denke ich, haben wir ein bisschen effektiver, waren wir 5 gegen 5 nach 40 Minuten. Und das letzte 20 Minuten auswärts, man versucht alles, die einen Tor nach Hause zu bringen. Und die Jungs haben nicht viel zugelassen und denke am Ende verdient gewonnen. Und das waren große Punkte für uns heute. Wir können die Tabelle ein bisschen hochklettern und unten lassen ein bisschen mehr Luft nach unten. Und bin sehr froh mit dem Sieg heute. Danke. Ja, danke. Lenny, Frank, dein Statement bitte. Ja, schönen guten Abend. Erstmal Gratulation an Len und Hannover Indians zum Sieg heute. Das ist immer das Gleiche, das ist jeder Sieg geht in Ordnung und Statistik sagt man immer so, sieht man heute wieder, sind nur für Verlierer. Hannover schießt 22 Mal bei uns aufs Tor und macht 5 Tore und wir aus der doppelten Anzahl 3 und 3. Das ist der Unterschied, dass wir effektiv sein müssen. Es ist deprimierend für uns wieder. Ihr habt es so ein bisschen gedacht, 4 nicht gedacht, aber 4 Spiele in Serie gewonnen. Man könnte auch so einen Spitzenspiel einmal drehen und für sich entscheiden. Spielerisch waren wir gut, wir haben gut dagegen gehalten. Wir waren noch lange im Bus gesessen von Erfurt. Die Müdigkeit war aber raus und ich denke, war ein sehr gutes Oberligaspiel. Beide Mannschaften haben sich größtenteils dann auch neutralisiert. Und die Chancen, die wir hatten, waren genügend da, auch noch im letzten Drittel. Ich glaube, Tilsch zweimal leere Tor und dann Alleingang. Dann kannst du dann auf 4-4 stellen. Dann hast du einen Punkt und dann geht's weiter. Und hinten alle Tore, müssen wir sagen, die haben uns selber reingehauen. Das war nicht großer Druck vom Gegner. Erste Tor, Turnover, ohne Vorchecking vom Gegner. Zweite Tor, von der Ecke durch die Beine vom Torwart, liegt die Scheibe im Tor. Dritte wieder Turnover, vierte vor dem Tor, stehen wir daneben, haben den Schläger nicht. Und was die Verteidiger da, muss man auch sagen, heute in der Art und Weise gespielt haben, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen. Ne? Dann muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, wir sind jung, das wissen wir, aber dann müssen wir arbeiten. Heute haben zwei neue Leute die Chance bekommen, es war schade wieder. Der junge Spieler Gauch mit 18 Jahren hat das super, die letzten 5 Spiele sehr gut gespielt. Er kugelt sich die Schulter aus, war nicht dabei. Der zweite, auch 18, 19 Jahre, Topstedt, auch sehr gut gespielt. Fuß wahrscheinlich, Knöchel, vielleicht angebrochen, gebrochen, müssen wir MRT abwarten. Auch nicht dabei heute. Und dann stehst du dann wieder nur mit 6 da hinten drin, wovon du 2 sagen musst, die müssen mehr als lernen noch. Und dann kommt so eine Mannschaft wie Hannover und dann machst du halt diese Fehler wieder. Und das ist traurig für uns. Wir belohnen uns nicht. Jetzt können wir wieder sagen, ja, die jungen Leute kann man nicht böse sein, die brauchen Zeit zum Lernen. Das ist so, das ist Fakt. Aber wir haben wirklich alles wieder reingeschmissen heute und wenn wir das Spiel heute 4-4 gestellt hätten oder gewonnen hätten, denke, dann wäre es vielleicht auch gut gewesen, aber im Endeffekt musste final sein und das haben wir leider heute nicht gemacht. Schmeißt uns ein bisschen zurück, wir hätten noch 2 Punkte rankommen können an Hannover, hätten jetzt vielleicht auf Platz 7 stehen können, schon wie die anderen gespielt haben. Aber es ist nicht der Fall. Wir haben 15 Spiele, wir haben nur Endspiele ab jetzt und wir versuchen noch alles zu machen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frank. Mir bleibt noch zu sagen, dass wir euch, Freddy, noch guten Heimweg wünschen. Viel Erfolg in der Saison. Euch allen hier einen schönen Feiertag morgen und am Sonntag gegen die Strandjungs aus dem Dorf. Dankeschön.